Kommissare werden zu einem Haus gerufen, in dem ein Einbrecher vermutet wird. Guten Tag, Kriminalpolizei, Naseball, mein Kollege Grass. Sie wohnen hier? Jawohl, wir wohnen hier. Ist was passiert? Ihr Nachbar hat angerufen. Anscheinend hat er eine Person um das Haus schleichen sehen. Das könnte sich um einen Einbruch handeln. Ein Einbruch? Ja, vielleicht hat er sich auch getäuscht. Wir würden trotzdem ganz gerne mal die Räume checken, bevor Sie reingehen, nur für Ihre Sicherheit. Ja, ja natürlich. Psst. Achtung, Achtung. Psst. Die Hausbesitzerin hat sie bereits identifiziert. Sie ist die Betreuerin des behinderten Sohnes. Bettina Beuer heißt sie. Mhm. Ich habe den Eindruck, sie hat noch versucht zu fliehen. Ja, und sonst? Naja, der Todeszeitpunkt liegt wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden zurück. Tier im Kopf. Hat sie einen heftigen Schlag und einen schweren Gegenstand abbekommen. Sowas wie das hier vielleicht? Der Kerzenständer lag hier am Boden. Naja. Also diese Kopfwunde war wahrscheinlich auch die Todesursache. Und hier, das kennen wir doch irgendwo her, oder? Schon wieder ein Opfer des Branding-Mörders? Bettina war immer so nett. Besonders zu meinem Jungen. Sie hatte so eine Engelsgeduld. Wir sind doch bloß zu Hause geblieben. Ja, sie war ja eigentlich die Betreuerin ihres Sohnes. Was hat sie denn allein im Haus gemacht? Ich hatte sie für nachmittags bestellt, weil ich mit Torben noch diesen Termin hatte. Und wir wollten danach noch ein bisschen feiern. Und was für ein Termin, wenn ich fragen darf? Torben hat von einem Großonkel geerbt. Er hat leidenschaftlich Münzen gesammelt. Und der Einzige, der sich aus unserer Familie dafür interessiert hat, das war Torben. Also hat er sie ihm vermacht. Und was sind diese Münzen wert? Wir hatten einen Gutachter beauftragt. Er meinte so 300.000 Euro. 300.000? Und Sie lassen sie einfach im Haus liegen? Ja, ich wollte sie am nächsten Tag zur Bank bringen. Ich meine, ich habe doch im Entferntesten nicht an einen Einbruch gedacht. Wer wusste denn alles von dieser Erbschaft? Eigentlich nur mein Mann. Der war auch stinksauer deswegen. Weil er nicht geerbt hat. Genau. Ja, aber eigentlich müsste er sich doch für seinen Sohn freuen. Er ist nur Torms Adoptivvater. Torms leiblicher Vater ist kurz nach seiner Geburt verunglückt. Mein Mann und ich, wir hatten auch viele Probleme in der letzten Zeit. Deshalb haben wir uns auch vor kurzem getrennt. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Einerseits die gleichen Tatumstände wie bei unserem Serientäter, einschließlich dieser Brandmale. Und andererseits der Einbruch. Das passt doch nicht. Wie passt es mit dem Mord an der Betreuerin zusammen? Wieso trägt diese Tat die Handschrift dieses Serienkillers? Ich glaube, ich weiß warum. Ja? Ich habe mal ein bisschen über den Ehemann recherchiert. Er war Kollege von uns und hat gegen den Serientäter ermittelt. Warum jetzt nicht mehr? Er wurde suspendiert vor 3 Monaten. Ja, warum denn? Erzähl schon. Am besten, das seht ihr euch mal selber an. 6 Frauen, alle Prostituierte, alle mit diesem 3-Punkt-Zigarettenmal. Jetzt geben Sie endlich zu, dass Sie es waren, der Sie umgebracht hat. Soweit ich informiert bin, ist da die Beweislage nicht ausreichend. Und wer soll es sonst gewesen sein? Wer bitte war es sonst? Na, so wie Sie mich hier anmachen. Vielleicht wollen Sie es ja auch selber. Oh, und jetzt brauchen Sie einen Sündenbock. Und da komme ich Ihnen gerade richtig. Peter, kannst du mir bitte mal was zu trinken holen? Und wenn ich dir erst rasieren aus dem Schädel schlagen muss, damit du gestehst, du! Tja, nach dem Vorfall wurde er sofort suspendiert. Anschließend sind noch 2 weitere Frauen auf die gleiche Art und Weise ums Leben gekommen. Ja, und wann war das? Eine nach 3 Wochen und die andere nach 2 Monaten. Läuft die Fahndung nach ihm? Naja, ich habe sein Handy orten lassen. Der kommt nicht weit. The choice is now.
believe us, have no arms to see their justice come on you. Nothing in the realm but the real world. Na, du Frühaufsteher. Kann ich denn schon was für dich tun? Nettes Angebot, aber nein, danke. Gerrit, der Typ ist tatsächlich hier, versteckt sich total dilettantisch hinter einer Zeitung. Ich rede gleich mal mit ihm, falls er abhauen sollte, schnapp ihn dir unten, ja? Ach, was ein Zufall. Der Verdächtige von dem Video ist auch hier. Kannst du mir für die Braut nochmal was Härteres mixen? Wen haben wir denn da? Pass auf, du Arsch. Wer schnüffelt denn da? Schon vergessen, Herr Kommissar? Sie haben Ihre Lizenz... Hey, kein Stress hier! Hallo! Oder soll ich sagen, Herr Ex-Kommissar? Aber ich hab noch so einen grünen Ausweis hier. Was soll der Scheiß? Sie sind beide vorläufig festgenommen. Sie stehen unter Mordverdacht. Täglich grüßt das Murmeltier, oder was? Die frischen Fingerabdrücke am Türrahmen wurden eindeutig Ihnen zugeordnet. Ich wohne auch da, Herr Kollege. Sie haben dort gewohnt, oder? Ja gut, okay, bis vor kurzem habe ich da gewohnt. Ich habe ja einen Schlüssel. Aber der hat auf einmal nicht mehr gepasst. Meine Frau hat wohl die Schlösser ausgetauscht. Wissen Sie eigentlich, wie das ist, wenn man aus seinem eigenen Haus ausgesperrt wird? Ja, stelle ich mir auch ziemlich bitter vor. Aber das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, dort einzubrechen. Ich wollte nur, was mir zusteht. Sie geben den Einbruch also zu? Ich sag Ihnen, wie es war. Sie waren sauer, weil Sie nichts geerbt haben und wollten sich die Münzen holen. Ja, und da kam Ihnen das Mädchen in die Quere. Und Sie haben sie umgebracht. Und um den Verdacht von sich zu lenken, haben Sie ihr die Kippe aufs Bein gedrückt. Die lag schon da. Ich war das nicht, das müssen Sie mir glauben. Und diese Zigarettenmale hat sie auch schon gehabt. Dieser Hund will mir das in die Schuhe schieben. Ich bin unschuldig. Und unterdessen mordet der munter weiter. Wie oft soll ich es Ihnen noch vorbeten? Ich bin unschuldig. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich war zu dieser Zeit in meiner Stammkneipe, im Lunix. Haben Sie dafür Zeugen? Natürlich. Ich habe da jede Menge Leute gesehen. Außerdem habe ich die ganze Zeit mit dem Besitzer gequatscht. Er ist ein Kumpel von mir. Sie können ihn fragen. Keine Angst. Wir wissen, wie wir unsere Arbeit zu erledigen haben, okay? André, kümmerst du dich bitte drum? Und zwar schnell, bitte. Ich habe heute noch eine Verabredung. Also Moment mal, Sie kommandieren hier überhaupt nichts, ja? Wir können auch andere Seiten aufziehen. Also, wenn Sie mich fragen, sucht Ihr werter Ex-Kollege jemanden, der für ihn in den Knast wandert? Aber da hat er sich den Falschen ausgesucht. Ich habe die Betreuerin nicht umgebracht und auch keine von den anderen Frauen. Ich habe überhaupt niemanden umgebracht. Sie waren also nur zufällig in Tatortnähe, wie auch schon beim letzten Mal, ja? Wieso? Wir haben eine Funkzellenortung durchgeführt. Als Kollege brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, was das ist. Und dabei ist rausgekommen, dass beim letzten Prostituiertenmord Ihr Handy in Tatortnähe war. Das werden Sie mir jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht glauben, ne? Aber nach meiner Suspendierung wollte ich diesen Dreckskerl erst recht kriegen. Ich habe ihn observiert. Privat. Es fällt uns tatsächlich schwer, Ihnen zu glauben. Zumal Ihr persönlicher Erzfeind überhaupt keine Spuren hinterlassen hat. Da wäre er wohl auch schön blöd gewesen. Im Gegensatz zu Ihnen. Von Ihnen haben wir nämlich am letzten Tatort Fingerabdrücke gefunden. Ja, aber nur, weil ich wegen dieser scheiß Münzen im Haus meiner Frau gewesen bin. Hab ich denn Ahnung, dass da eine Leiche rumliegt? Menschenskind, ich hab die Frau nicht umgebracht. Was sagen Sie? Überlegen Sie doch mal. Wenn ich einen Mord begehe, dann bin ich doch nicht so blöd, meine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Da kann ich doch gleich für den Rest meines Lebens in den Knast gehen. Mein Gott, ich bin kein Killer. Dieser Typ schon. Sehen Sie sich nur mal dem seine Augen an. Der Besitzer der Kneipe hat das Alibi bestätigt. Okay, danke, André. Tja, dann kann ich ja wohl jetzt gehen, oder? Ja, das können Sie. Aber Sie halten sich zur Verfügung. Selbstverständlich. Aber glauben Sie mir, Sie haben Ihren Täter längst. Er sitzt drüben bei Ihren Kollegen. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Zeit so lange in Anspruch genommen habe. Ich finde alleine raus. André, bitte, wenn Sie mitgehen.
traue dem keinen Zentimeter. Ich würde zu gerne wissen, was er für eine Verabredung heute hat. Mir geht's genauso. Den Herrn Grass kennt er noch nicht, oder? Nee. Der soll bei ihm bleiben.